Ganz unterschiedlich. Also ich bin Werkzeugmacher vom Beruf, wie Sie gehört haben, der Klaus Lanzer ist auch Werkzeugmacher vom Beruf. Mein Kollege Manfred Brockhammer, Maschinenschlossermeister. Dann Feinmechaniker. Es gibt auch Kaufleute bei uns, die ein gewisses technisches Wissen haben, dem man dann was zeigen kann und die das dann auch machen können. Wir haben auch eine Frau in unserer Truppe, die Frau Grieshaber. Die macht auch alle möglichen Sachen, Vormontage oder irgendwelche Teile. Entgrat oder sonst halt, leichtere Arbeiten. Ja, und dann haben wir die drei Uhrmacher natürlich, die wirklich gelernte Uhrmacher, auch Uhrmachermeister. Ne? Ja, es gibt schon eine gewisse Ordnung, klar, dass die Uhrmacher natürlich die sind, die die Uhr auch montieren, justieren und der Gangmacher sozusagen. Und wir andere, je nach Bedarf, ich mache alles Mögliche. Ich mache Werkzeuge, ich mache Vorrichtungen, ich halte Maschinen in Stand oder fertige auch manchmal Teile, wenn es notwendig ist. Also hat nicht jeder unbedingt eine fest umrissene Aufgabe, kann man sagen. Das Herzstück, ja, gute Frage. Das Herzstück ist im Prinzip einfach das Uhrwerk und das Weckerwerk an sich. Ne? Das heißt also, ich habe zwei Federn zum Aufziehen. Einmal die fürs Gehwerk und einfach das Weckerwerk. Ne? Der Wecker, die Funktion vom Wecker ist eigentlich klar, er soll wecken. Also braucht man oben die zwei Glocken, dass es schön laut ist. Ne? So, also unser Wecker klingt so, und wenn Sie sich mal wecken lassen, dann haut Sie es aus dem Bett.